Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ich bin mal wieder... Was macht der denn für Kapriolen? Dass das funktioniert? Wollte es eigentlich, naja. Okay, mir hat nämlich ganz viel Beton noch gefehlt. Den hatte ich nicht auf dem Schirm. Packe ich jetzt meinen Bauzug. Hallöchen, Bremse her. Okay, gut. Beton. Tong, 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 tong. So, ich nehme Beton mit. Alles? Nee. Ja doch. Alles nehmen. Kommt in Zug. Sicher ist sicher. Hier habe ich alles falsch rumgestellt, ne? Ja. Shit. Egal. Aber kann ich hier mal... Kann ich hier? Och Mann. Jetzt zeigt mir doch den Waggon an. Wo muss ich denn da hinzielen? Ach Mann. So, der erste ist er hier, ne? So, das ist der Bahnhof. Ja. Fahrplan brauche ich nicht. Ich kann hier nicht reingucken. Wieso nicht? Warum kann ich hier nicht reingucken? Hä? Wo muss ich denn da hingucken? Hier oben? Hier war es kurz. Ganz kurz war es da. Nee, konfigurieren von Bahnhof. Ja, aber das ist doch... Nee, das ist nicht. Ich muss auf die Seite, ne? Nee, muss ich auch nicht. Hallo? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Guck mal, ich kann das hier nicht anwählen. Mit E. Ah, da war's. Ganz kurz. Aber warum nicht? Warum denn nicht? Man muss das doch irgendwie anwählen können. Kann ja nicht sein, dass es nur von oben geht. Da war es wieder ganz kurz und dann ist es wieder weg. Ist hier mal irgendwas im Weg? Ich wahrscheinlich, ne? Da. Ach, das ist doch nichts. Das ist doch gar nichts. Hm. Ich kann ja auch die Plattform dann gar nicht einstellen, oder? Das mache ich jetzt mal hier mal. Oder Pilot ausschalten. Der ist doch jetzt aus. Drücke F zum Andocken. Drücke F. Andocken. Was passiert? Nichts passiert. Kann auch nicht fahren. Nicht irre. Ah, okay, jetzt kann ich fahren. Mal hier mal raus. Jetzt falle ich hier runter, ne? Ah, geht noch. Okay. Weg. So habe ich mir das gedacht. Genau so habe ich mir das gedacht.
So. Das da drin. Das noch. Okay, jetzt baue ich die mal richtig rum, ne? Und zwar, dass ich hier immer noch so rumstruggle. Sport, ne? So. Dann kommt hier 8 Plattformen hin. Und zwar hier so ran. Wenn es denn geht. Was fehlt denn? Müssen in einer Reihe um andere Plattformen gebaut werden, ja. Und? Was ist das Problem? Andersrum. Andersrum. Oh. Vier. Hat der Bahnhof auch einen Eingang? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, der Bahnhof, nee, hat er nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, der war schon richtig. Alles klar. Gut. Konfigurieren, konfigurieren. Wieso geht das jetzt? Und wenn der Zug da drin steht, geht's nicht? Muss ich nochmal testen. Okay, Auto-Reload. Anschalten. So, jetzt fährt er da rein. Okay. Okay. Jetzt geht das? Ne, jetzt geht's wieder nicht. Sobald er steht, geht's nicht mehr. Das ist irre. Das ist voll irre. So, Autopilot ausschalten. Was dann? Also ich kann Bahnhof konfigurieren. Ach, jetzt geht das. So. Aha. Ich verstehe. Sobald der konfiguriert ist, dann kann man nichts mehr dagegen machen, ne? Load, das ist richtig. Load ist richtig, Load ist richtig. Okay, was brauche ich denn noch? Ein paar Computer? Würde ich noch mitnehmen wollen. Turbodraht, Gummi und Motoren. Motoren. Sicher, sicher. Turbodraht. Der war da vorne. Gummi. Turbodraht, Gummi und... Genau. Und den noch. Einige. Ja, und dann brauche ich auch noch Plastik. Keine Ahnung wie viel. Aber ich nehme mal 4 Stück mit. So, kommt. Da ist der Beton drin. Kommt das hier. Dahin. Okay, die 50 Motoren, gut, die behalte ich mal noch. Ja. Gummi. Turbodraht, ne? Turbodraht. Auf 4 und dann das übliche, die üblichen Verdächtigen. 100 für den, 200 für den, Eisenstangen, auch noch ein paar, dann Eisenplatten, okay. Auf jeden Fall noch ein bisschen
den und den noch ein paar. Okay. So, was braucht man denn noch so? Ich nehme noch Beton mit. Oh. Ich habe keinen Beton mehr. Hab ich wohl, aber Dinge hier sind viel zu langsam. Ein K5 hin. Dann muss ich nochmal runter. Wo war der Beton? Hier, ne? Okay. Okay. Das ist MK4. Bitte MK5. Und muss ich da runter. So hier. Ja, super. Ganz, ganz, ganz klasse. Genau. Okay. Schauen wir mal. Sieht es jetzt aus? Also richtig schnell geht das nicht. Bitte ist aber. Das ist MK. MK3. Ja, falsches Ding. Das da. Das ist MK5, ne? Ja. MK5. Ach, da ist ja auch noch ein. Ja, klar. Ja, MK5. Gleiche hier. Was ist? Da. Nee, da passt das aber. Warum hat das denn hier nicht gepasst? Hab ich denn hier anders gemacht? Wieso sind das zwei verschiedene? MK5, MK5. Okay. Aha. Es wird voller. Okay. Sollte ich vielleicht mal alles neu machen. Eventuell. Eventuell. So. Jetzt bin ich mal wieder mehr unterwegs als das andere. Das kommt darin. Dann habe ich gesagt. Ja, von denen haue ich noch ein paar. Darin. Von denen. Und? Gebt mir noch irgendwas? Ich habe Motoren mitgenommen. Glaube ich. Ich habe Gummi mitgenommen. Aber Plastik wollte ich noch mitnehmen, ne? Okay. Keine Ahnung, hatte ich jetzt Plastik mit, aber man weiß es nicht. Ich nehme noch davon mit. Wenn nicht, geht's gleich wieder nach Hause. Okay. Fahrplan bearbeiten, also Hauptlager kommt raus. Bauzug kommt rein. Änderungen speichern, Autopilot anschalten. Alles gut. Los geht's! Auf den Kurzstrecken hier, ne? Also, hier ist ja alles dicht auf dicht gebaut. Mich wundert das, dass ich drei Viertel des Spiels ja nur hier gebaut. Es gab genug Materialien, außer Öl ist halt ein bisschen weiter weg. Und ja, Kohle ist jetzt hier total ausgeschöpft. Nicht ganz.
Ja, da hinten gibt es noch Kohle, mit der ich Schwarzpulver herstelle. Aber um auch schwaches Schwarzpulver herzustellen, brauche ich. Was brauche ich dafür? Achso, dieses. Na, wie heißt's? Schweröl. Genau. So, und ich jetzt hier runterfahre, müsste er durch den Bahnhof fahren und dann nach hinten. Ja. Ich glaube schon, ne? Weil von hier gibt es ja keine direkte Verbindung dahin. Genau. Jawohl. Mit 180 Sachen durch den Bahnhof. Richtig gut. Ja. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Ich hoffe, hier kommt keine Physik mit rein. Dann hätte ich verloren. Oh, ist der hier Bauzug. Habe ich mal mit dem Bahnsteig getestet. Und zwar. So. Nein, ich schalte dich schon aus. Alles klar, gut. Wollte hier den Bahnsteig so dicht wie möglich hier ran haben. Ja, ich könnte hier noch. Warte. So eine. Ja. So eine kleine Betonsäule hinsetzen. Ne? Also wenn ich die hier so ranpacke und die in. Nee, in die Richtung mache. In die Richtung. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Was hatte ich denn da gebaut? Metallsäule, kleine Betonsäule. Nee, es gibt so das Ding, ne? Ja, genau. Das war's. Kann ich hier wohl so ranpacken? Jetzt nicht mehr. Eben ging das noch. Hatte das hier? Und hab dann das hier so lang gezogen. Gefärbter Träger, genau. Aber es hat halt geklippt, ne? Und jetzt klippt's schon wieder. Na. Ne? Einen dahinter bauen. So. Der wieder weg. Wenn ich den. Möglicherweise. Halt immer so eine Sache. Ich kenne mich halt hier mit dem Bauen nicht so gut aus. Und wenn ich das jetzt, das kann ich jetzt bis zum Rand ziehen, ne? So. Das wäre dann so eine Art von Bahnsteig, ne? Kann man das sehen? Vielleicht? Eventuell? Das hier so, und drunter ist halt Luft. Hier kann man super duper einsteigen. Ich krieg's halt nur nicht hier hin. Hier klappt das nicht so. Kannst hier mal testen. Wäre dann hier, ne? Ich mach's mal noch bis dahin. Dann einen. Der ist zu hoch. Der ist zu hoch. Und klippt das jetzt nicht mehr? Nein! Falsch. Hat er denn, hat er schon wieder dahin gebaut? Ich glaub's ja nicht. So. In die Richtung, ne? Ja. So, mach ich den mal weg. Langsam, aber sicher. Eben hat das sowas von geklippt. Also, das. Also, was heißt geklippt? Das war so. Ja, das passt doch hundertprozentig so, ne? Ja, doch, doch. Und sieht auch gut aus. Weil auf jedem Bahnhof gibt es hier die Linie. Aber das ist doof. Ne? Also. Was ist, wenn ich den jetzt später wieder da hinsetze? Ne. Ist doof. Das ist richtig doof. Ja, was soll ich sagen? Ich fand, das sieht gut aus für so ein Bahnhof.
wenn man das jetzt hier vielleicht noch mit anderen Sachen macht. Hier eine Rampe ran. Aber ich schweife ab. Das tue ich. So, hier hinten. Erstens habe ich mal hier mal gedacht, weil die brauchen ja jeweils nur 100, ne? Ich habe mal auf 101 gestellt. So. Dann kommen hier ja jeweils 100 Treibstoff raus, ne? 100. Ich dachte dann so immer 4. 1, 2, 3, 4. Die 4 gehen hier mit Treibstoff raus. Also dann so und da lang. Gehen hier rein. Okay. Sind 400. Und ja, verbrauchen natürlich nichts. Weil. Treibstoff einfüllen. Ich glaube, die verbrauchen 14, ne? So, das wären dann. Wo ist es? 14. 100. Geteilt durch 14 sind. Das war doof, ne? 7? Nee, das kann nicht stimmen. Das kann so nicht stimmen. Ich krieg raus. 16 mal 100. 1600. Geteilt durch 4 mal 4 sind 16. Geteilt durch 4, also 1600 krieg ich raus. 1600. Geteilt durch 4. 400, ja, das stimmt. Geteilt durch 14. Ah, 28,5. Das wären 14 und 14. Warum immer, wenn ich aufnehme, macht das diddle-diddle-did. 14. Okay, 14 mal 4 sind 56. Mal 4 sind 240. Das stimmt doch auch schon wieder nicht. Ah. Auf jeden Fall geht das schon mal nicht, weil ich nichts dabei habe. Habe ich Beton dabei? Ja. Nicht viel. Denn ich baue hier trotzdem mal. Ich will ja zumindest mal eine Reihe fertig bauen, ne? So. Auf dem Weg dahin. Nö. Das wird so nicht funktionieren, mein lieber Werner. Schon. Dahin. Und dann ist mein Beton alle. Wer hätte das gedacht? Bin gleich wieder da. Brauche jetzt im Moment nichts anderes wie Beton, ne? Ich brauche ja nichts anderes als Beton. Also wenn ich jetzt nur mal Beton rausnehme. Das gedacht, ich musste wieder zurückgehen. Der Beton hat nicht gereicht. Ohne Witz. Hat ganz einfach nicht gereicht. Nicht irre. Rückweg.
Aber wir haben es ja gleich wieder. Okay. Jetzt ein bisschen Beton dabei, kann man jetzt leider nicht sehen. So minimal. Ganz, ganz wenig. Schwupp, mit 180 im Bahnhof. Boah. Würde jeder Zugführer entlassen werden, glaube ich. Das geht ja gar nicht. Ist das Zugführer? Oder Zugfahrer? Zugführer? Oh, beim Bund, ne? Zugführer halt. Naja. So. Autobedingung ausschalten. Raus. Und wieder in die Richtung. So, hier kann man das sehen. Hat nicht gereicht. Ich hatte, glaube ich, 18.000 Beton mit. Er hat nicht gereicht. Okay. So, okay. Aber gleich sind wir durch. Ich dachte eigentlich, ich kriege die halt heute noch gebaut, aber... Nee, kann ich da nicht an... Docken! Nee, dann eben nicht. Dann geht's halt so. Das habe ich alles offline gebaut. Hä? Ach so. Ja, dann mache ich so. Einfach. Sollte man annehmen. Ja, okay. Ah, aber das mit dem Bahnsteig will ich mir mal nochmal angucken, weil ich denke, das sieht gut aus. Oder was denkt ihr? Was ist denn da draußen schon wieder los bei mir vor der Tür? Und da wieder Panzer rum. Hört sich so an. Okay. Ich mach das jetzt. So. 10 Stück. Ja, das sollte passen. Und jetzt eine 10, glaube ich. Oder doch. Vielleicht. Nein. Nein! Oh, Mann. Manchmal zittert mein Zeigefinger. Da drücke ich zweimal statt einmal. Okay. So. Aber ich werde das mal kurz pausieren. So. Ich liege in den letzten Zügen. Und fertig. Alles gut. Habe ich noch Beton mit? Ja, ja. Diesmal habe ich es ein bisschen übertrieben, aber ja. Ich brauche Computer, Schweremodeller Rahmen, ja, Motoren und Gummi und Turbodraht. Dann werde ich jetzt mal vielleicht, ja, ganz sicher sogar, hier mal das Zeugs rausnehmen, was ich hier zwischen gelagert habe. Also, ich brauche Motoren. Nee, alles nehmen ist blöde. Nehmen wir 7 raus. Okay. Dann brauche ich Computer. 5, 6, 7. 7 von denen. Okay. Dann Gummi und Turbodraht, ne? Gummi und Turbodraht sollte hier drinnen sein. Ja.
Hier und Turbodraht nehme ich mal. Ei raus. Okay. Also hier kommen 400 raus. Ich glaube, die verbrauchen 14, ne? Also, wenn 400 rauskommen. Was wären 400? Teil durch 14 sind 28. Würde ich 30 bauen. Das wären 15 in der Reihe. Und einen habe ich. Ja, alles klar. Drei. Hier. Fünf. Ich glaube, meine Plattform ist zu groß. Sechs. Autosave. War das jetzt nochmal sieben? Tja. 1, 2, 3, 4, 5, nee, 6. 7. 8. 9. 10. Oh ja. Na, na, komm. 11. 12. 13. 14. Okay, die Plattform ist ein bisschen zu groß geworden. 15. Ich glaube, ich habe mit 30 gerechnet. Ja. Nein! Nee, muss ich unten anfangen. Komm, eine Reihe baue ich auf, damit man das erkennen kann. Wo ist der Stromanschluss? Hinten, oder? Hm, okay. Natürlich doof. So. Eins. Zwei. Drei. Oh, jetzt fehlt mir Gummi. Alles klar. Nein. Wird nicht ins Wasser fallen. Gummi, 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 Gummi. Nein. Nein. Ja. Rad, dann Computer, Stärkte, Rahmen, was war das andere? Motoren, ne? Nehme ich auch mal ein paar mit. Okay. Fünfzehn, ne? Und die letzten müssen dann runtergetaktet werden. 3. Fünf. 6. 7 ist falsch. 7. 14 und 15. Das passt soweit. Dann. Das hier ist zwar jetzt nicht mittig. Oder? Es ist mittig. Wieso ist das mittig? Hm, coole Sache. Nein, ich brauche. Wo ist es? Bei. Oh nein, das ist bei Logistik. Oh. Stapelbare.
Halterung. Aber ich würde das hier jetzt mal als Rohre nehmen, ne? Okay. Weiß, die Halter sind dann nicht mehr drin. Brauche ich das überhaupt? Ja, am Boden lang gehen. Ja, kann ich. Eigentlich schon. Okay, dann. Pipeline-Kreuzung. Habe ich keine Kupfer? Ich habe keine Kupferbleche mit. Oh Mann! Ja, ja. Es ist, wie es ist. Wie es ist. Keine Kupferbleche mit. Warum eigentlich nicht? Sind die hier drin? Nee. Nee. Wo sind denn die Kupferbleche hin? Hä? Ich hab keine Kupferbleche mit? Ernst. Keine Kupferbleche. Keine Kupferbleche. Doch da. Okay. Ich hoffe, die reichen. Sorry. Entschuldigung. Kommt nie wieder vor. Mhm. So. Okay. Die sind hier mittig, ne? Aber da wäre es nicht mittig. Ist aber auch egal. So, wir nehmen das Ding, packen es dazwischen. So. So weit wie es geht. Da nicht mehr, ne? Naja. Kann passieren. Das ist gleich das Problem, dass ich keine, weißt du, kein Plastik dabei habe. Das ist der. Das ist Kacke. Ich muss mich da hinstellen auf das Ding, damit es hier angezeigt wird, wenn es mittig ist, ne? Oder? Ja. Richtig. Hm. Hm. Doch, es wird schon angezeigt, aber sehr, sehr dünn. Okay. Also die Linien, boah, kann man ja kaum sehen. Ist das okay? Ich wette, ich habe jetzt hier so wenig Plastik mit. Da wette ich drauf. So würde man mich kennen. Gell? Yep. So. Ja. Einmal noch. Okay, dann. Einser. Glaube ich, habe zu wenig Kupferbleche mit. Na gut, 1300. Ich kann halt hier schlecht fliegen. Was Doofes. Vielleicht so. Nö. Oh. Okay. Das wird heute noch fertig. Also die eine Reihe. Die wird heute noch fertig. Und zwar werde ich das jetzt mal einfach offline wieder machen. Und dann komme ich wieder. Okay. So, jetzt gilt es die 4. 1, 2, 3, 4, ne? Hier anzuschließen. Dann würde ich nämlich noch mal so ein St
Stapel. Nee, brauche ich gar nicht, ne? Na? Warte mal, wenn ich staple. Ich meine, ich muss das mal testen. Das ist zu hoch, ne? Ja, das ist zu hoch. Okay. Okay, bedeutet, wir bauen uns eine Pipeline. Und zwar MK2. Kann ich nicht. Warum nicht? Wo ist das Ding? Wandhander. Stütze. So. Kommt hier mittig. Was fehlt? Was fehlt denn? Eisenplatten. Oh Mann, was soll denn das? Ja, stimmt, das habe ich hier alles rausgetan. Och, Menno. Hier welche drin? Nö. Da? Nö. Da? Auch nicht? Wo habe ich die denn hingetan? Darin? Ah ja. Ich nehme noch mal ein paar Eisenstangen mit. So raus, okay. Ich hoffe, das klappt so. Ich könnte natürlich wenn ich einfach bei Plan MK 1 nehme. Pack die hier ran. Die hier mittig. So. Geht ja auch, ne? Hallöchen. Okay. 1, 2, 3, 4. Das passt schon wieder nicht. Ach, genau. Ja. So. Hier hin. Nee, andersrum. Hier in die Mitte. Andersrum. So. 1, 2. Den mit dem verbinden. Ja. Dann käme hier eine Pipeline-Kreuzung hin. Aber richtig. So. Dann würde ich das wieder abbauen. Man kennt's, ne? So. Und dann ist das nur noch dahin. Bin mal gespannt. Kommt hier was an? Ja, es füllt sich. Oh, es füllt sich. Laufen die Dinger? Ja. So. Ja, vielleicht sollte ich alle anschließen. Den noch und den noch, ne? Ein. So. Und. So. So, jetzt müsste das alles langsam volllaufen. Okay. Als nächstes würde ich dann in der nächsten Folge das hier mit Strom verbinden. Ja. Ja, ja, schwierig. Der Strom ist hier. Also müsste das Ding ungefähr hier hin. Ja, geht das? Das sollte gehen. 6 hoch. Okay. Das ist, na komm. Mach's gleich richtig. Nur um zu testen. Das ist dann Architektur-Teilträger. Geht nicht. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Dann packe ich hier Strom hin. Wir können ja mal gucken. Wie war drinne? Ja, so ein bisschen was, ne? Also die müssten jetzt eigentlich laufen. Leer, leer. Wasser und Schwerrückstand wird geliefert, aber nur für die vier mit von den 5 da vorne, ne? Die müssten dann auch mit 100% gleich laufen. Ja, noch nicht.
Aber das wird sich einpendeln. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gehabt euch gut und tschüss.